Hallo zum zweiten Teil von unserer Savanna-Monitor-Jagd in Afrika. Hier nochmal mein Intro-Tierchen, um euch wegen die verschiedenen Farben zu zeigen. Das hier ist so ein Karamell, genetisch noch nicht geprüft, aber so karamellfarbenes Tier. Mal gespannt, was die Zucht, die Zukunft da so bringt. Also die haben wirklich hammermäßige Farben auch, ne? Also ich persönlich finde wunderschön. Ist ein gut einjähriges Männchen, den wollte ich euch als Intro-Tierchen mal zeigen. Aber jetzt geht es wieder direkt nach Afrika. Savanna-Monitor, noch ein bisschen den Kaiserskorpion, Pandinus Imperator. Spannende Unterhaltung wünsche ich euch. Ja, der kommt sogar von allein raus. Das ist ja perfekt. Richtig kameraverliebter Kerl. Ich denke, jetzt müssen wir, we have to catch now, huh? If not, he will run away, or not? Huh? Ja, ja, ja. So. Ich würde ja auch. Oder wir werden jetzt auch gleich freilassen. Ups, ich lasse ihn gleich auch unabsichtlich frei. So, you think is how old? Maybe how old this one? He will be. Maybe 2 weeks, 3 weeks. Yeah? Hat auch einen ganz vollen Bauch, also ihr könnt es nicht fühlen, aber ich, wenn ich den so halte, beziehungsweise ihr seht es vielleicht nur ein wenig am Kot, der ist voll gefressen, dem geht es richtig gut. Definitiv, ich sag's immer bei den Königspythons, die Tiere finden hier in den guten Gebieten, finden die unheimlich viel Nahrung. Also ich würde mal sagen, die Warane hier, wie gesagt, auch die Königspythons, ich glaube, die wachsen schneller, wie wir sie in der Terra richtig füttern. Ne? Die finden wirklich viel Futter, jeden Tag Futter, die fressen schnell viel, die müssen wachsen. Und von daher glaube ich, füttern wir fast zu sparsam in der Terra richtig. Jetzt will ich mal noch die, jetzt haben wir es eigentlich schon fast verpennt, mal noch die Temperatur oder das Klima in der Höhle checken. So, jetzt lag natürlich das Ding da in der Sonne die ganze Zeit. Da haben wir jetzt schon 42 Grad in der Sonne gehabt. Weiß nicht, wie gut es mit der Kamera. Jetzt schwierig. Ich glaube, müssen wir nachher nochmal messen, wenn wir einen tieferen Bau haben. Also durch das, dass wir jetzt hier die ganze Zeit wegen am Gucken waren, hat sich das alles schon aufgehitzt. 43 Grad sogar. So warm, glaube ich, kann es in der Erde nicht sein. Ah, it goes more like this. Ah, ja, ja, ah, ja. Also die Höhle geht da weiter ums Eck rum. Schatten. Also Luftfeuchtigkeit 60%. Ich denke sogar eher wegen mehr. Die Erde ist wegen feucht. Aber erstaunlicherweise die Temperatur. You think in the hole is more cold than outside, or the sand is more is same or colder or more hot, or what do you think? The outside is more hot than the hole. It's more hot than in the hole, huh? Yeah, I think same. Mm-hmm. Also, if the sun is shining, then they run inside the hole. Uh-huh. That they get cool small. If it's too hot, you think also, yeah? Also, lass man. Der will gar nicht. Der will nicht in seine Höhle. Lass man hier. Lass man hier rennen.
Aha. Next hole. Ja. Also jetzt ist er hier in die nächste Höhle rein. Okay. Huh? Maybe another one inside. Old one. Ah. I will dig the new one, so he ran into the old one. So he will stay in that one now. Stay there. Unless he get new place, then. Ah. Also wie wir vorher schon gesagt haben, wenn eine Höhle nicht mehr bewohnbar ist, suchen die eine neue, gehen in die neue. Also nochmal kurz zur Temperatur. Ich habe jetzt versucht, hier ein kleines Schattenplätzchen zu finden. Hier unter so einem kleinen Busch sind wir nicht direkt in der Sonne. Haben aber trotzdem jetzt 40 Grad. Also der Unterschied zwischen vorher mit den 38, wo ich gefilmt habe, und 37 und jetzt ist einfach, dass jetzt gerade überhaupt kein bisschen Wolken vor der Sonne ist. Also die Sonne scheint prall. Dann haben wir ja über 40. Okay, also es hat Jährlinge. Das would be nice to find a yearling. Yeah, that would be great. Problem ist, dass es einfach gerade zu heiß ist. Da sind die alle draußen bei der Hitze. Den schönen Wind, den wir vorher hatten, der ist auch schon da vorbei. Und wirklich, die Sonne sticht gnadenlos runter. Hier mal ein kleiner, euch mal zeigen, wie ich aussehe nach 3 Stunden Spazieren in der prallen Sonne. Das haut ganz ordentlich rein. Aber zumindest waren wir jetzt schon mal erfolgreich und das ist schön. Ah ja, okay, also das ist der Anfang eines Termitenhügels, okay. So this area for ball python is good or not good? Ball python, royal python. Royal python. This one, no. This area not, unless it's near the mountain. Ah. Maybe yeah. Here too many plants. Mm. They want more sun, maybe, huh? More grass. More sun. More sun. Mm-hmm. Also, Leute. Like the place they do farm, cassava farm near the trees. Okay. They are there. Ah. You see, cassava farm, squirrel dig holes there. Yeah. So they like the hole. The squirrel, if he leave the old one, old also. Then they too, they enter the python one. Enter there. Ah. I think they catch them, then they stay inside the hole. Uh-huh. Mm. Okay, die Königspüden. Also falls ihr mal Futterprobleme habt, probiert es mal mit Eichhörnchen. Sie fressen wohl auch ganz gern Eichhörnchen. Ne? Ja, und, aber bestimmt ein tolles Futter. Geht mal in eine große Zoohandlung und sagt, ihr braucht ein paar Eichhörnchen für euren Königspüden. Da habt ihr bestimmt alle Freunde auf eurer Seite. Auf die Gefahr hin, dass ich euch auf den Keks gehe mit meinen Holes. Aber hier nochmal zum Zeigen. Das hier ist eine Cricket Hole. Und eben der Eingang, da liegt halt Dreck rum, da liegt Sand rum, da liegen so Blätterstückchen rum. Und das macht wohl das macht den Unterschied aus. Ne? Also hier ist dann noch keiner drin. Ne? Vielleicht in ein paar Wochen, wenn er sich das Cricket holt. Aber so lange ist einfach nur eine Cricket Hole. Das hier von einem diesjährigen Tier, aber schon also ein größeres oder großes diesjähriges, wo früh geschlüpft ist, meint er. Also sprich irgendwie 6 Wochen älter, 6, 8 Wochen. Ne? Also sieht man schon an der Höhle den Unterschied, wie schnell die wachsen. Also der Play meint, lohnt sich zum mal graben. Ah. Also noch. Sorry? Yes, he come and hit. Yeah? He's not sleeping yet. Okay. Also nur zum Grillen fressen, ja. Er schläft nicht da drin, meint er. Okay. Aber das sind
Teil von Ghana. Also das Land ist eigentlich ja mehrheitlich christlich, aber auch mit muslimischer Bevölkerung relativ großer, funktioniert absolut einwandfrei. Die meisten Schlangentrapper, also ich glaube sogar bald alle, ich weiß nicht, sind Muslims, der Play-O. Und jetzt machen wir hier gerade Pause und er macht sein Gebet, wäscht sich, macht sein Gebet und dann geht's weiter. Das Schöne ist, wie das halt wirklich hier absolut einwandfrei nebeneinander her funktioniert. Meines Wissens gibt es da keine Spannungen in Ghana. Ja, von beiden Seiten her, jeder hat seinen Glauben. Ja, die Christen auch ganz extrem natürlich hier in Ghana. Ne? Und also extrem gläubig, ne? nicht in dem negativen Sinne, sondern in einem ganz normalen Sinne. Ne? Also, Gott geht über alles, man liest überall von Gott. Und genauso sind aber die Muslems akzeptiert. Man hört hier den Gebetsruf als regelmäßig aus irgendwelchen Stadtteilen oder sowas. Und wie gesagt, wenn der Play hier jetzt in der Pause sein Gebet macht, dann ist das völlig okay und völlig normal. Kurze verdiente Pause. Ich war eben noch mal in der Maske. Habe mein Haar für euch gerichtet. Also jetzt haben wir hier Nachmittag und nach einigen Stunden in der Hitze kurzes Ausruhen, hier ein Fläschchen lecker Wasser trinken und dann geht's gleich weiter. Oh, schön zu sehen. Also ich meine, da schleppt man natürlich auch keinen Teppich mit sich rum zum Beten. Sondern der Play hat da den Boden einfach ein wenig sauber gemacht mit der Machete, ein wenig den Boden gesäubert sozusagen als Teppichersatz. Jetzt habe ich mal hier in unser schönes Schattenplätzchen das Thermometer gelegt. 34 Grad, liebe Leute, 64% Luftfeuchtigkeit. So viel zum Thema Klima. In unseren Terrarien, ne? Also ich zeige es euch jetzt mal von außen. Hier schön schattiges Plätzchen unterm Baum. Und selbst hier in dem schönen Schatten auf 34 Grad. Achso, genau, ein kleines Stück weiter hier ist unser. Unser Gras liegt noch da. Was natürlich sein kann, dass er drin ist. Ja, maybe, hä? Also, kann natürlich sein, dass der vorher schon drin war, als wir es markiert haben. Und damit sieht man auch schön. Diesmal ganz schön, wie das Loch verläuft. Is a nice hole, hä? Okay. Das mit der Hacke, das sieht natürlich immer furchtbar aus. Man denkt, oh Gott. Da hacken die ja dem Tieren die Köpfe ab. Aber ich habe es echt noch nie erlebt, dass da irgendwas schief ging. Ich meine, die sind ja, zum einen sind sie nicht blöd und zum anderen machen sie das ja normalerweise, um ihr Geld zu verdienen. Zumindest war es früher so. Irgendwie kann er das immer einschätzen, wie weit das Loch mindestens noch geht. He's not inside? Oh. Ah. Okay, ne. In dem Fall. Wait small. If you come, you spoil this one. You go inside this one. Aber nochmal kurz. Temperatur messen.
Also ändert sich jetzt, also der Sand, der Feuchte muss ja die Temperatur haben von dem Bau. Wir sind trotzdem, also jetzt sehen wir, die Luftfeuchtigkeit geht ein bisschen hoch durch den feuchten Sand. Und die Temperatur 35 Grad in der Höhle drin, ne? 35,2 sogar, also geht langsam hoch. Deutlich wärmer, wie wir es in unseren Terrarien haben und vermuten, gell? Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir gleich ein bisschen Abwechslung in unser Leben bringen wollen, in unsere Filmerei bringen wollen und ein bisschen rüber Richtung die Berge gehen. Er meint, da drüben gibt es ein gutes Gebiet für die Riesenskorpione, für die Pandinus Imperator. Und das haben wir schon mal vor ein paar Jahren in Togo, haben wir das zwar schon mal gefilmt, aber ich glaube, das wird eine ganz nette Ergänzung für unseren Film, wenn wir vielleicht noch ein paar Pandinus filmen können. Wenn er mal schaut, die Berge habe ich vorher, die haben wir von Weitem gesehen. Und jetzt sind wir bald da. Das Ganze bei 35 Grad. Dann wisst ihr jetzt, wieso ich schwitze, dass das keine Show ist. Aber alles für Reptil-TV, kein Problem. Wir unterhalten uns gerade, was sie so fressen oder wer jagen geht. So, the Savannah, they go for hunting, the bog monitor. And you say, Cobra? Also Cobra. If they see wolf, then they enter inside. And check if some mouse or squirrel inside. And ball python? Gaboon python, Gaboon, then if you see the road, then you can lie down. Uh-huh. If the thing is passing, then you catch him. If they do what? If the animal is passing, then you catch him. They catch. And royal, you say Gaboon. Gaboon. And royal? Royal, it will the same. Same. Mm. Sit in the hole and wait. Yeah, set the hole. And we talk about the trees. The royal python go on the tree? The small ones, they can go on the tree. Small ones sometime. And big one? Big one. I didn't see some on the tree before, but small ones, they come early. Small ones, they used to hide. At times, they hide on the under the grass or they tie themselves. Yeah, like small tree, but big one in all your life, you never see big one in the tree. Or not. No, we discuss in Europe. Some people say ball python go on the tree, live on the tree. If you all your life don't see anyone in the tree, royal python. No, you never see. Okay. Utles cobra. Utles cobra. Okay. That one. In the tree. Okay. Yeah. Also, das mal auch noch. Eine interessante Bemerkung zu den Royal Pythons. Ja. Ich meine, der Play mit 30, 40 Jahren Erfahrung hat noch nie einen im Baum gesehen. Grüße an alle Institutionen und was weiß ich, wo drin steht, der Königspython wäre ein Baumbewohner. But I catch some, he catch rats. Rat. Big rat, swallow. Yeah, yeah, and squirrel. Mm. And eat bird. Bird. You can imagine or not? But I didn't see him catching bird before. Okay, zum Thema Vogelfressen. Auch die Bestätigung und okay. Ohne es abzusprechen, frei herausgefragt. Ja, man muss ja aufpassen, wie man die Frage stellt. Aber ich glaube, eine ganz eindeutige Antwort, nee, nie gesehen. Der Play meint, das wäre Spinnenbau. Can we dig it? Huh? Mm. Can we dig? Yeah, I will dig it. Huh? I will dig it so that you see him. Yes? You think it's too big or too long? Spider. Yeah, no, if it goes too far.
Also der Play gibt alles, aber Spider Hole leider wohl erfolglos. Also er meint, das wäre Skorpion, aber da ist diese Wurzel drüber. Das wäre schwierig. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber da ist jetzt halt alles verwurzelt. Oh je, very. Ja, ja. Ja, also zu groß. Die geht bis unter den ganzen Baum. No problem. Maybe I check the temperature inside. Ich denke, jetzt sehen wir schon, ob sich da noch was tut oder nicht. Also 35 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Sehen wir, das ist auch wieder fast 5 Grad höher wie in unseren Terrarien, gell? Also da meint er, ist eine große Höhle von einem adulten Tier. Ich mache mal meine Hand hin, dass man die Größe sieht. Ja, also auch nicht über. So the animal is almost same big like the hole. Mm. Huh? The belly. Ja. Also der Blay hat hier wieder ein Skorpionbau entdeckt. Bei dem ist er sich jetzt irgendwie ganz interessant sicher, dass das was wird. Okay, so we can dig it. Vielleicht mal noch die Umgebung zu zeigen. Ja, hier wieder Landwirtschaft. Hinten sogar so ein Zaun, ein richtiger Metallzaun, was man eigentlich auch selten sieht. Hier sind wir jetzt gerade am Fuß von dem Berg. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, also jetzt hier sind wir im Skorpiongebiet. Ich habe noch nicht ganz kapiert, was der Unterschied ist zwischen den paar Kilometern, wo wir jetzt gelaufen sind, zwischen Steppenwaran und wieso jetzt hier plötzlich überall aus Skorpione sein sollen. Er sagt, früher waren noch mehr da. Das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt, also man darf ja keine Pandinus mehr importieren. Gibt keine CITES mehr, werden dafür erteilt. Ne, früher gab es ja massig Pandinus und es werden keine CITES mehr erteilt, weil man das Ranging bezweifelt. Was auch gut, Ranging bei Skorpion ist relativ. Was man sehen muss, also er sagt, früher waren hier, war alles voll, da war ein Loch am anderen von den Skorpionen, da ein Loch, da ein Loch, da ein Loch, sagt er. Und jetzt rennen wir hier schon die ganze Zeit rum und finden hier mal das erste vielversprechende Loch. Und Hintergrund ist einfach, dass halt die Felder hier gesprüht werden mit Pestiziden und dadurch natürlich auch die Skorpione wahrscheinlich absterben von dem Gift. Was mich schon ein bisschen nervös macht. Normalerweise entweder geht's ganz schnell oder es wird nichts. Dass es lange geht und endlich gut wird, das habe ich bei der Graberei leider noch nicht oft erlebt. Ja, man sieht tatsächlich schön, dass das schon bewohnt ist, ne? Wie das da innen drin glatt und sauber ist. Also tatsächlich der unmögliche Fall eingetreten. Wir haben das Tier genau gesehen im Loch. Ich auch mit der Kamera, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera drauf ist. Und tatsächlich haben wir den jetzt nicht gefunden da drin. Der hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Ja, der geht uns auf. Ich will hinterher. Also, die nächste Skorpionhöhle. Which one is the better one? One, two. This one? Oh, is good. Oh, is good.
We should dig one. Hm. Tatsächlich. Wir werden finden. Ein hübscher Pandines Weibchen, ne? Unten an diesen Barteln, ja, sei es mir verziehen, an die Arachnologen. Den Äußeren mit Weiß, aber da sieht man Männchen, Weibchen, ne? Die kurzen sind eindeutig die Weibchen, wie in dem Fall. Ein schönes, nice big female, ne? Is a male? No, it's a female. Female, I think it's female. Let's check the temperature inside also. Für die Skorpionhalterzüchter unter uns, die zum einen ist natürlich interessant zu sehen, dass die natürlich nicht auf Sand sind, sondern das ist einfach so eine Art Erde, wobei sie doch auch eine sandige Erde ist, so eine Mischung, aber da natürlich nichts mit einem Wüstensand zu tun. Könnt ihr mal auf die Hand. Das ist immer ein schönes Bild. Das Witzige ist ja, dass diese Tiere trotz alledem selbst hier nicht sonderlich angriffslustig sind. Also nochmal Temperaturcheck. 80%, 34 Grad hier drin. Ja, die Erde ist ja, die ist warm, die hat natürlich nichts Kaltes, selbst wenn sie feucht ist. Okay. Gut, also unglaublich, dass wir heute tatsächlich noch fündig werden. And the scorpion, they dig the hole themselves, or they... If they dig the hole themselves, the hole won't go far. But if they enter inside mouth or then it go far. Okay, but they also dig a little bit themselves. This one, okay. They dig it. Okay. They dig this one. Also die kleinen Höhlen werden gegraben, aber die großen sind dann Mäusehöhlen. Ja, er meint, der sucht nach dem anderen Bau. Guck mal hier. Guck mal, jetzt sehen wir mal wieder hier. Maybe the other one is inside. Yeah, so you don't want to go far. Also noch eine Höhle. Jetzt, wir sind gerade am Heimweg schon. Aber ja, ey. Wir sind ja auf dem Heimweg. Ich habe jetzt bei mindestens 10-mal Graben die Kamera angehabt und dachte jetzt, ach komm, beziehungsweise war ein bisschen langsam mit meiner Kamera und der Play war schon am Graben und tatsächlich. Das ist das Spiel. Ne? Man gräbt und gräbt, 10-mal ist nichts und beim 11. Mal findet man wieder einen. Ne? Also der Kleine war hier. Machen wir mal noch ein paar schöne Aufnahmen. Also auch der ist kugelrund genährt. Ja, so gut, dass er natürlich auch gleich wieder kotet. Die finden hier wirklich viel Futter und ist sicherlich auch erst 2-3 Wochen alt, würde ich mal schätzen.
Die Sonne geht unter. Ja, hier die langen Schatten. Und wir sehen also das Thermometer noch deutlich über 30 Grad. Wie gesagt, war heute ein heißer, sonniger Tag. Wobei auch nicht, also nicht völlig wolkenlos, ab und zu mal eine Wolke drüber. Also es gab hier sicher schon heißere Tage. Das war sicherlich nicht der heißeste Tag in Ghana, sondern ich würde sagen, das war wirklich so ein Durchschnittstag für die Jahreszeit. Ja, tagsüber 34, 35 Grad sogar. Luftfeuchtigkeit 60-70%. Das müssen wir natürlich richtig vielleicht noch mehr berücksichtigen, dass die Temperaturen so hoch sind. Ja, oder auch bei der Inkubation, wenn wir geguckt haben, wie warm es in der Erde ist. Ja, und um diese Zeit schlüpfen die, also da hat es keine 30 oder 35 oder 31. Da hat es wirklich, also ich behaupte, dass die Tiere auch in der Natur bei mindestens 32 Grad, wenn nicht gar 33 oder noch mehr sogar inkubieren. Jetzt zeige ich euch, wir sind gerade auf dem Rückweg. Jetzt zeige ich euch, was hier den Steppenwaranen Platz macht. Two-Bait, Three-Bait, Four-Bait. So soll's einmal hier aussehen. Also hier hinten, da kommen wir her. Das wird hier gebaut. Da ist zumindest auf dieser Seite Schluss mit Savannah-Monitors. So, nach getaner Arbeit bin ich hier mit dem Play. We've been quite successful. We found everything I like to find. Also, so viel zu den Savannah-Monitors in Afrika und noch ein bisschen kurze Info zu den Pandinos, zu den Kaiserskorpionen. Wenn ihr mal nach Afrika kommt, fragt nach Play, wenn ihr Tiere finden wollt. Play findet sie für euch. Und bleibt mir treu und check my wolves. Hallo zu unserer zweiten Folge von unserer Savannah-Monitor-Jagd in Afrika. Jetzt machen wir nochmal mit Elan und zum zweiten Teil, nicht zur zweiten Folge. Okay, ich wusste es, ich wusste es. Ey, diese Sau. Nee, ey. Ach du Schande. Nee. Und hier, jetzt kommt der nächste Esel und spielt an meiner Kamera, na toll. Hier mein Intro-Tierchen, Ebbe. Jetzt der Esel, der nächste Esel haut die Kamera um, na toll. Jetzt. Und der andere fängt schreien an. Also Leute, ihr seht, nicht einfach hier das Ganze. Jetzt rennt der noch vor die Kamera. So viel zum Thema, du blöder Esel. Ein hübscher, kleiner, verspielter und drei dumme Esel drumherum und ich bin der Oberesel wahrscheinlich.